Indiana Jones Justus. Herzlich willkommen auf der Burg in der Homeburg bei Gößheim. Landkreis Weinspessart, neben von Karlstadt. Das ist noch Würzburg. Die aus Würzburg kommen, 40 Minuten fern, sogar 40 Kilometer einfach den Fluss. Wein folgt von Würzburg Richtung Karlstadt und dann bergaufwärts. Jo, so ist das. Und wir schauen uns hier um. Und ja, heute ist Sonntag, ich habe auch entschieden, wird aber auch gut unterwegs gehen. Mit dabei ist die Cousine Barbara Schwarz, ist Hamburger aus Hamm, ne? Mit der Hunkisten. Und für Beginn ist die Hochfahrt in mein BMW-Studio, King Alex BMW 320D, X-Drive, M-Paket, Sport, Alcantara, E90. Fahren wir hier hoch und schauen uns hier oben alles an. Und ich bin bekannt als vor Instagram als Indiana Jones. Der Abenteurer oder von TikTok Justus der Abenteurer oder von YouTuber den Kanal Indiana Jones versuchen nach neuen Abenteuer. Und ich als euer Justus König. Jo. Fill up und Action! Let's go! Viel Spaß, Spannung dran! Jo. Und wo ich gerade finde, ist die Kurve. Also, das ist ja schön. Ich war schon öfters hier oben. Jo. Sehr empfehlenswert. Das kann ja selber sehen, wie du. Helm ab und Action! Auf geht's jetzt in BMW-Studio. Ab ins BMW-Studio. Let's go! So, jetzt auf zur Burg. Burgrüne Homburg bei Gößheim oder sowas. Gößen haben wir. Da kann man den ganzen Berg hinauffahren. Da kann man bis zur Burg runterfahren. Karlstadt. Nach 300 Metern links abbiegen. In Homburg. Uhrzeit 15 Uhr.
50 Meter und sind wir von der Burgrinne entfernt. Erreichst du das Ziel? Ziel erreicht. Bums, bums. Du hast das Ziel erreicht. Plätze. Hier haben wir einen Parkplatz. Scheiße, da vorne ist eine Pflanze. Was ist eine Pfanne? Pflanze. Okay. Mach ich nicht. Guck. Pflanze. Alter, ist so groß, ne? Macht sich am Auto sind Pflanzen. Das ist halt immer so eine Sache. Pflanzen machen wir Köpfe. Oder sowas. Das reicht auch. Das ist mir zu dreckig. Nein, das mache ich nicht. Dann nehme ich lieber Wiese. Ja, das blaue Auto ist. Oder das da? Ja, super, perfekt. Na, da vorne ist besser Platz. Das andere ist mir einfach zu der Boden dreckig. Mhm. Wenn der Füße dreckig, durch den ganzen Decken mit drinnen. Genau, steigt ein Tor aus. Geparkt, kann mal loslaufen. Vom Parkplatz aus kann man den Turm schon sehen. Von der Homburg-Ruine. Und da ist die Ruine Homburg. Jetzt muss ich hoch. So, jetzt geht's hoch.
So. Das ist die Burgrinne Gößheim. Hasebuckrinne Homburg. Und da hat man schon einen Blick aufs Tal. So einen schönen Blick aufs Tal hatten wir hier. Wunderschönen Blick. Jo. Ein schöner Blick. Leute, hat man hier eine schöne Aussicht, wow, aufs Tal, total. Aber wenn man gut hat, wenn man Glück hat, sieht man noch einen Drachenflieger, weil hier ist der Drachenclub, hier wo man Drachendinger, das ist schon ein Segeldrache, wie heißt, steigen lässt. Hört man das auch, glaube ich. Ja, also man hat hier schön Wind, wäre schon ein Drachenflieger, wie der heißt. So, cool, ne? Ja, einen schönen Blick hatten wir hier, das ganze Tal. Oh, da sieht man einen. Am Flucht, das sieht man fliegen.
Und ist weg. Kommst du mit? So, Eingang. Ja. So. Bis dann. Schaut aus wie eine Treppe hoch. Kann man die Treppe nutzen. Oh, das ist echt. So. Ah, das ist wieder so ein Stein. Hallo. Na, wäre so ein schöner Blick, ne? Mhm. Ah, fass ich gesprungen. Ah, das ist wunderherrlich. Das ist eine der Höhlen hier.
Alter. Dinger. Jetzt ist das nochmal Keller. So, hier ist wieder mal ein Keller. Jo. Sehr interessant. So, das ist auch noch so ein Keller. Und das ist der Hauptburg. Das muss die Vorburg sein. So, da sieht man nichts. Kapelle ist da. Ja, das war da der Hof. Da haben die Bauern haben gelebt. Da wurde geschmiedet. Und hinten haben die König gelebt. Und die ganzen Dinger. So, da gucken wir einen von diesen Keller an, von der Burgrüne. Jo, guck mal diesen Keller an. Guck mal diesen Keller. Das hier, Leute, war die Kapelle von der Burgrüne. Ja, das ist eben war ich, was hier gespielt worden ist. Was das heißt, das ist hier ein Christ da unten der Kirche von dem Dorf. Ja, das ist die Kapelle. Früher war noch ein Kreuz drin. Die Orgel, was das hier mal war, soll angeblich unten im Dorf sein, in der Kirche drin. Ja, das war mal die frühe Kapelle. Und da war mal früher ein Kreuz. Da hängt noch eine Reste von der Figur. War und das von der Tafel. Komm, wir gehen auf die Innenburg.
Wir gehen auf die Innenburg. Ehrenburg! Die Leute sind weg. Vorhin waren Leute drauf mit den Führungen, was es war. Ja. Komm. Geh lang. So. Oh. Na, rutscht ab. Ist nass. Und da war der Brunnen. Kommst du mit? Du musst da lang laufen. Da lang. Das verwachsen ist, ne? Hey! Ja. Ah, die halbe Keller.
Ja, schön. Lauf einfach den normalen Weg zurück. Lauf den normalen Weg zurück. Das ist Wahnsinn. Schön. Schatz Barbara. So Leute, jetzt sind wir hier auf der Kernburg, da wir halt früher die Könige gekriegt haben. Sehr, sehr schön, vorne hier noch in der Gruppe hat Führung gewesen. Und von hier aus auch ein sehr schönes Blick über das Tal. Sieht echt super aus. Und unter mir ist nochmal so ein Tunnel oder sowas. Unter mir ist sowas, so wie ein Keller sowas. Und die anderen Keller sind zugemacht, welche zugeschüttet und welche zu mit Gitter. Waren Schutz für die Verlierer. Jo. Euer Indiana Jones Justus. Und ich wollte da noch was. Nur da ist. Du bist aus Hamburg. Und schnell. Der hat das geworfen. Er kann noch durchlaufen. Ja, guck mal da andersrum. Hey! Ja? Schau mal selber und winke einfach ganz weit. Die Kamera läuft, wink einfach. Ja, bist du und du auch. Du hast auch kein Voll. Ja, winke mal schön. Gehen wir runter. Kann man nicht mehr verwenden, oder? Na wusch. Da hab ich nichts drauf. Egal.
Kamera läuft. So, ich gehe mal hoch. Ich muss das weitergehen. Mhm. Ich gehe auch. Die sind zu. Schutz der Fledermaus oder Schutz der Batman. Oben. Habt einen schönen Blick auf die Burgrinne und das Tal. Yeah. Geil. Euer Indiana Jones Justus. Video. Mhm. Und jo. Cool. Hast du Fenster, Tür. Da kann man rausgucken. Jo. Schön. Was wollen wir die Aufnahme machen? Yes. So, das war's mit der Burggrüne Homeburg, der Rundgang. Das war sehr schön. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Das hierdurch mit euch verabschieden. Euer Indiana Jones Justus, ich hoffe, euch hat der Rundgang gefallen. Ja, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr selber die angucken. Ist das schön, sehr empfehlenswert. So. Ihr wisst, einer der größten, schönsten Burggrünen hier in Unterfranken. Einer von ja. Also, danke fürs Zuschauen und Einschalten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Jetzt kommt der Abspann, die Wegfahrt, Abfahrt mit dem BMW. In mein, ja, gehen wir zurück ins Studio, in mein BMW Studio in King Alex, BMW 320D X-Treff mit M-Paket Sport, Alcantara Sitze E90. Let's go! Ende! Das war's wieder. Ende oder auf! Und du machst keinen Koster! Nein, Quatsch! Und die Kamera. Die Kamera läuft. Action! Oh. Action! Ich geh halt mal heim mit deinem Arsch. Ja. Und was kommt in die Tasche rein? Zu Abfahrt. Kamera läuft mit Action. Die Abfahrt ist eine. Herzlich willkommen zurück in BMW Studio King Alex. BMW 320D X3 mit M-Paket Sport Alcantara
Sitze. D90. Jetzt geht's wieder alles, was hoch ging, wieder runter. Schön hier oben, gell? Sehr schön. Wunderbar anschauenswürdig. Man auch viele andere Leute dort. Es wurde meine Führung so gehalten. Genau. Und wir haben gesehen, die Räume, wo nur für die Fledermäuse sind. Genau. Drauf, Fledermäuse willkommen. Aber nicht Batman. Man kann die ganzen Negation hochlaufen oder hochfahren, wie man möchte. Da sind ein paar Plätze. Und da ist wieder rechtzeitig die Kapelle. Durch einen Stau auf der B19 in der Nähe von Würzburg kommt es zu einer Verzögerung. Du kannst den Stau vermeiden, wenn du die um 10 Minuten schnellere Route über B27 nimmst. Wenn du die aktuelle Route beibehalten willst, tippst du auf Nein, danke. Durch einen Stau auf der B19 in der Nähe von Würzburg kommt es zu einer Verzögerung. Du kannst den Stau vermeiden, wenn du die um 9 Minuten schnellere Route über B27 nimmst. Wenn du die aktuelle Route beibehalten willst, tippst du auf Nein, danke. Nach 200 Metern links abbiegen auf Hauptstraße B27. So. Links abbiegen auf Hauptstraße B27. Straßenverlauf von B27 noch 5 Kilometer folgen. Ende der Aufnahme. Ciao, bye, bis nächstes. Auf Wiedersehen, goodbye. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Ciao, auf Wiedersehen. Das war's dann wieder mal. Wer hat wieder die Uhr gedreht? Ist es wieder so spät? Jo, so ist das. Nochmal machen. Bist du ein Bild?
Geh in die Ecke, nein. Hallo. Hallo. Bist du im Bild? Hallo. Hallo. Geh. Jetzt kommen wieder Leute. Ach, das ist eine Katastrophe. So, jetzt sind keine Leute mehr da. Jetzt mache ich die Aufnahme. Du bist der Kameramann jetzt. Du Kamerafrau. Ja. Du musst darauf aufpassen, das Ding muss ja. Es muss ein Viereck sein und mit Zeit laufen. Und es muss alles schön im Bild sein. Muss nichts. Leute, das war's dann hier mit der Burgrena Rundführung. Hör auf, Quatsch zu machen! So, wir lachen! Wie bei Bully Herbie! Da war es so genauso, da haben sie auch mehrmals angefangen, bis sie was fertig gebracht haben. Beiß die Zähne, baus auf die Zunge, dann hörst du auf zu lachen. So, das war's mit der Burgrüne Homburg, der Rundgang. Das war sehr schön. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Das hierdurch mit euch verabschieden. Euer Diana Jones Justus, ich hoffe, euch hat der Rundgang gefallen. Ja, wenn ihr euch das gefallen hat, könnt ihr selber die angucken. Ist das schön, sehr empfehlenswert. So. Ihr wisst, einer der größten, schönsten Burgrüden hier in Unterfranken. Einer von ja. Also, danke fürs Zuschauen und Einschalten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Jetzt kommt der Abspann, die Wegfahrt, Abfahrt mit dem BMW. Gehen wir zurück ins Studio, in mein BMW-Studio in King Alex, BMW 320D X-Treff mit M-Paket Sport, Alcantara-Sitze E90. Let's go! Ende! Das war's wieder. Ende, oder? Auf! Na, haben wir. Und du machst keinen Koster! Nein, Quatsch! Mit der Kamera. Ja, mach ich. Okay. Soll ich mal Foto von dem machen? Ja, du machst es schon. Ja. Machst du schon. Bist du sicher? Ja, okay. Nee, machst du nicht. Du musst jetzt die Hilfe einstellen. Was will ich mal sagen? Stimmt jetzt alles? Ja. Super.
Ende. Ja, mach ich. Ja, aus. Ja, Foto von dem mach ich. Jetzt muss ich das wieder ausfinden. Gut. Wie ist das die Gemeinde von mir, Kamera? Jo Leute, herzlich willkommen hier an der Burgruine Homburg bei Gößheim, Landkreis Mönchspessart, Karstadt. Die alle von Würzburg kommen, die Wüste umgerechnet, das ist ungefähr 40 Minuten mit dem Auto entfernt, 40 Kilometer ungefähr. Einfach den Main plus folgen von Würzburg Richtung Karstadt und dann aufwärts. Und das ist eine der größten, schönsten Burgruine in Unterfranken. Jo. Wenn Corona-Zeiten vorbei sind, wenn ihr wieder Feste feiert. Jo, Leute, so ist es. Und hier ist euer Justus, der andere oder bekannt euer Indiana Jones Justus. Jo, hier ist euer Indiana Jones Justus. Ja. Machen wir nochmal. Was von der Aufnahme machen? Yes. Okay. Willst du mit dabei sein? Das Leben kann toll sein. Sag, bist du bereit? Ich hab so ne Ahnung. Jetzt ist es soweit. Sind wir Freunde für alle Zeiten? Ein Antwort ist ja. Halten wir für immer zusammen? Ein Antwort ist ja. Freunde sind wir für alle Fälle. Ein Antwort ist ja. Ist doch völlig klar, ist doch völlig klar, ist doch völlig klar. Die Antwort ist ja. Und Timmy, der Hund. Fünf Freunde, das sind
gefallen geht. Vertraut auf uns, wir packen's an. Wer kann uns widerstehen? Fünf Freunde, das sind wir. Julian, Dick und Ann, George und Timmy, der Hund.